Moin Leute, ich begrüße euch zur neunten Fortsetzung. Ich freue mich, dass ihr immer noch dabei seid. Und danke für die schönen Kommentare. Am nächsten Morgen schien die Sonne schon, als die kleinen Trolle und die Elche erwachten. Es war zwar noch kühl, denn auch wenn in Norwegen die Sonne scheint, ist es deshalb noch nicht unbedingt warm. Anna kratzte sich wie jeden Morgen mit ihrem Huf hinter dem Ohr, denn da saß eine dicke Zecke, die sie quälte und die Anna trotz täglichen Bemühens nicht erwischen konnte. Die kleinen Trolle wunderten sich, als sie neben sich die warmen Felle von Anna und Fridtjof spürten. Und als sie ihre Augen öffneten, sahen sie in die großen Augen der prächtigen Tiere. Die kleine Solveig hatte, so wie es wie bei den Trollbabys üblich ist, in der 12. Woche nach ihrer Geburt das Reden erlernt. Und ihr erstes Wort, das ich sprach, war: Oho! Solveig, jetzt kannst du endlich richtig sprechen! Freute sich Hans Karl Björn, der eigentlich viel lieber einen kürzeren Namen gehabt hätte, wie zum Beispiel Hans oder Karl oder Björn. Pippelina freute sich ebenso und herzte Solveig tüchtig. Doch nebenbei waren die beiden Trolle auch traurig. Denn es ist üblich, wenn ein Trollbaby zum Sprechen anfängt, dass es auch ein Geschenk bekommt, das ihm Glück bringen soll. Und die beiden hatten nichts, das sie Solveig schenken konnten. Hans Karl Björn suchte noch einmal in seine Hosentaschen, aber aus einem Loch war da nichts mehr. Ach, diese Mistkröte! Rutschte es Anna trotz Anwesenheit der Kinder über die Lippen, als sie wieder versuchte, die lästige Zecke loszubekommen. Bis zur nächsten Weihnacht muss ich dich loshaben, murmelte das Rentier mürrisch. Lass mal sehen, Hans Karl Björn beugte sich zu Anna und guckte hinter ihr Ohr. Dir werde ich helfen, Zecke, sagte er. Ich werde dich zwischen meinen Fingern zermalmen. Da hörte er ein zaghaftes Stimmchen. Bitte, töte mich nicht. Ich bin doch eine Zauberzecke. Wenn du mich am Leben lässt, dann werde ich selber von Anna loslassen und dir das Letzte, was du verloren hast, wieder zurückbringen. Hans Karl Björn hielt inne, denn ihm fiel ein, dass er sein Elternhaus verloren hatte, seine lieben Eltern und seine Heimat. Wenn er Pippelina und Solveig fest umschlungen halten würde, dann könnte die Zauberzecke sie vielleicht zurück nach Hause zu den Eltern zaubern. Na gut, sagte Hans Karl Björn, dann will ich dich verschonen, aber vergiss nicht, was du mir versprochen hast. Ist ja gut, stammelte die Zauberzecke, die sich vor Angst gelb gefärbt hatte. Sie ließ ihre langen Zähne aus Annas Hals gleiten und fiel ins Gras. Bei ihrem Aufprall gab es einen lauten Knall. Aber das war nicht die Zecke, sondern der Goldklumpen, den Hans Karl Björn aus dem Netz unter dem Ballon geschnitten hatte. Er verfehlte die kleinen Trolle nur knapp. Hans Karl Björn wurde ärgerlich, denn er hatte ja gedacht, dass der Zauber der Zauberzecke ihn, Pippelina und Solveig in ihre Heimat bringen würde. Hans Karl Björn suchte nach der Zecke, um sie zu bitten, den Zauber umzuwandeln. Doch die Zecke blieb verschwunden. Als Solveig den Goldklumpen sah, rief sie: Haben! Haben! Und schwupp war sie aus der Wiege gekrabbelt und bestaunte den gelben Klumpen. Sei nicht traurig, lieber Hans Karl Björn, tröstete ihn Pippelina. Weißt du denn nicht, dass deine Schwester gestern Geburtstag hatte und sie hat auch ihr erstes Wort gesprochen? Nun haben wir wenigstens ein Geschenk für sie und das wird ihr Glück bringen. Wie kann denn Gold Glück bringen? Schimpfte Hans Karl Björn. Da verstehe einer die Frauen. Aber wenn du meinst, ich habe damals, als ich mein erstes Wort sprechen konnte, es war übrigens AA, gerade mal ein Überraschungsei von Aldi bekommen. Damals waren andere Zeiten, erwiderte Pippelina altklug. Während sie sich so stritten, wälzte sich Anna vor Freude im Gras und war froh, dass sie ihren Quälgeist endlich losgeworden war. Wie lange saß er denn schon hinter ihrem Ohr, wollte Hans Karl Björn von Anna wissen. 3 Jahre und 11 Monate, antwortete Anna traurig. Aber dann machte sie einen Luftsprung. Und jetzt bin ich sie los. Gerade noch zur rechten Zeit. Warum? Fragte Pippelina. Weißt du, wir sind keine gewöhnlichen Rentiere,
Wir gehören dem Nikolaus und wechseln uns alle Jahre ab, wenn es darum geht, den großen Schlitten mit den Geschenken für den Nikolaus zu ziehen. Aber mit einer Zecke ist das nicht erlaubt, denn die könnte ja in die Geschenke fallen. So hätte ich weitere 4 Jahre warten müssen. Wenn ihr wollt, sprach Friedhof, dürft ihr mit uns kommen. Ihr könnt dem Nikolaus helfen, die Geschenke zu verpacken, und wenn die Zeit gekommen ist und wir über Norwegen fliegen, bringen wir euch zurück nach Hause. Es müsste doch möglich sein, dass wir es finden. Wir wohnen ja gar nicht so weit weg, gleich unter der Erde, sagte Hans Karl Björn, der gerne der liebe Gott wäre, weil er die Welt nicht mehr verstand. Ach, wie einfach, spottete Anna. Die Erde ist überall. Wir sind doch keine Maulwürfe oder Lemminge. Trolle kommen in Norwegen aber 100.000 Mal vor und alle wohnen in Höhlen und jede Familie hat eine eigene Höhle mit eigener Sauna. Da ist ja wirklich einfach, euer Zuhause zu finden. Es ist wirklich jammerschade, dass wir keine richtigen Elche sind und auch keine richtigen Rennen. Anna, das müssen Sie doch nicht wissen, flüsterte Friedhof. Mir ist das so peinlich. Kleinlich, 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 drehte Zollweg, der das Wort gut gefiel. Na gut, beschämt erzählte Anna den Treuen ihre Geschichte. Habt ihr denn nicht gemerkt, dass wir gestern Elche und heute Rentiere sind? Ja, sagte Pippelina, aber ich dachte, das ist im Märchen nun mal so, sonst wäre es ja kein Märchen. Es gibt da so ein Märchen, da wird ein Frosch zu Prinz. Ja, ja, der Froschkönig. Aber wir sind ja nie Frösche gewesen und auch keine Könige. Wir waren nur einfache Elche. Aber wir waren stolz und hochmütig. Habt ihr gestern nicht gesehen, was wir für ein stolzes Geweih hatten? Fast wie 2 Kohlenschaufeln. Und heute? Als wir voriges Jahr, es war kurz vor Weihnachten, lustig Kaiser König Edelmann spielten, da kam spät abends auf unserem Spielplatz ein Rentier vorbei und zog einen riesigen Schlitten mit Paketen. Es strengte sich sehr an, denn es ging berghoch und das Rentier bat uns, ob wir ihm nicht helfen könnten. Denn der Schlitten war so schwer, wenigstens den Berg hinauf. Nö, 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 rief ich. Unter meinem Übermut warf ich einen Elchapfel, den ich gerade ausgebrütet hatte, nach ihm. Naja, und Friedhof rief, blödes Rentier, deine Zunge hängt ja raus wie eine Russenfahne. Und dein Geweih, oder was das sein soll, sieht aus wie ein zerrupftes Spatzennest. Zieh doch deinen blöden Schlitten alleine. Aber ich schaffe das doch nicht. Und die Geschenke bekommen nicht pünktlich zu den Kindern. Und dann sind die traurig. Und der Weihnachtsmann schmeißt mich raus. Dann verdiene ich kein Geld. Und dann muss ich und meine Frau betteln gehen, jammerte das Rentier. Dann weinte es dicke Tränen, so groß wie Tennisbälle, die an seiner Nase rechts und links herunterliefen. Auf einmal löste sich das Rentier im Nebel auf und der Gottvater auf Elch rief vom Himmel, ich sehe, es geht euch zu gut. Aus Strafe müsst ihr jetzt jedes Jahr mit dem Schlitten durch Norwegen ziehen, aber nicht fliegen und den Kindern die Geschenke bringen. Aber ich will nicht zu hart sein. Solltet ihr zufällig einmal 3 heimatlosen Trollkindern begegnen, die in Not sind, und ihr ihnen hilft, ihr Elternhaus wiederzufinden, seid ihr erlöst. Bis dahin aber seid ihr am Tage Rentiere, und nur nachts durft ihr Elche sein. Kaum hat er diese Prophezeiung ausgesprochen, verwandelten wir uns zu Rentieren. Wir mussten einen riesigen Schlitten hinter uns herziehen. Und auf dem Schlitten saß das Rentier, knallte mit der Peitsche und rief, Hüa, ihr Schweine! Ja, danke schön. War Teil 9. Ich freue mich, dass ihr immer noch dabei seid. Haltet die Ohren schlapp. Bis morgen, alles Gute, euer Hammerharter Ernie.